Abenteuer ist der Sprung aus der Bedingtheit. Das Gewohnte verlassen oder in dem Gewohnten weiteres suchen und natürlich entdecken. Und das bedeutet tatsächlich Abenteuer, auch Abenteuer. Wir wissen nicht genau, was uns erwartet. Es kann alles Mögliche passieren. Es kann schwierig werden. Es kann katastrophal enden. Alles ist eigentlich ein Abenteuer, wenn wir es recht überlegen. Alles im Leben. Viel scheint gewohnt. Viel können wir natürlich kalkulieren. Aber letztendlich bleibt alles, weil alles offen ist, stets offen. In der Zukunft ist ein Abenteuer. Der Kern des Abenteuers ist tatsächlich die Überwindung von Angst. Und Angst ist etwas existenziell Grundsätzliches in unserem Leben. Herausforderungen in der Hoffnung, etwas Einzigartiges zu entdecken. Darum geht es immer wieder im Abenteuer. Nehmen wir das Beispiel von Erfindern als Abenteurer. Es ist egal, ob es um die Kernspaltung geht, die ein Abenteuer war und die vielen Menschen auch tatsächlich die Gesundheit gekostet hat und sogar das Leben gekostet hat. Oder ob wir die Entwicklung von Automobilen sehen. Wir können viele und zahllose Beispiele bringen für Abenteuerhaftes. Der Kern des Abenteuers ist immer wieder einzigartig zu sein, etwas Einzigartiges zu schaffen, zu entdecken. Das kann ein Künstler sein, der ein Abenteurer in seiner Kunstwelt ist, die er da entdeckt. Es ist ein Abenteuer. Vielleicht gelingt sie, vielleicht scheitert er auch. Oder ein Schriftsteller. Es ist also das nicht vollkommen Kalkulierbare, um das es geht im Abenteuer. Da fällt mir die Geschichte ein, die ich mal als Kind, als Jugendlicher gelesen habe. Und diese Geschichte hieß, eine Kurzgeschichte, Der Sprung ins Ungewisse. Jungs nachmittags beim Spiel. Beim Spiel, das sie immer wieder abenteuerlich neu kreiert haben. Und wer Kinder kennt und etwas weiß von Kindern und Jugendlichen, der weiß, dass sie diesen kleinen Abenteuer sehr lieben. Und die sprangen dann von einer Anhöhe hinunter in etwas Dunkles, ein dunkles Gesträuch, das man nicht durchblicken konnte. Keiner wusste, was sie da unten genau erwartet. Und dann sprangen sie nacheinander. Wunderschön beschrieben. Wir kennen solche Beispiele auch in Badeseen im Wasser. Es geht immer wieder um den Sinn der eigenen, besonderen Existenz und deren Herausforderungen. Alle Pioniere sind und müssen Abenteurer sein. Die Gefahr und das Bestehen, die Angst und der Mut. Sich vom Profanen befreien, vom Möglichen, vom Kalkulierbaren, vom Übersichtlichen, vom Tradierten. Es ist der eigene Weg, den Abenteurer gehen. Nicht alles ist vorhersehbar und darf gar nicht vorhersehbar sein. Denn sonst hätten wir keine Entwicklung, keine Dynamik, keine Veränderung. Das macht unsere Existenz als Menschen so lustvoll. Die zahllosen, großen und kleinen Abenteuer zu bestehen. Da alles, wie gesagt, veränderlich ist, ist auch alles offen und damit ein Abenteuer. Alles. Wir können den Vergleich mit dem Coup ziehen, der Coup, den man plötzlich veranstaltet, aus heiterem Himmel heraus, eine Gelegenheit nutzt, eine Gelegenheit des Plötzlichen. Abenteuer hat sehr viel mit Plötzlichem zu tun. Eine Existenz wird erst sinnvoll durch die zahlreichen Abenteuer des Lebens. Und das sind die Geschichten, die wir dann erzählen können, die wir bewältigt haben. Und das macht Zufriedenheit. Wie gesagt, es geht um Angst und Mut als zentrale Bewirkungen des Abenteuers. Abenteuer ist wirklich der Sprung aus der Bedingtheit hinaus, aus der typischen
durchschaubaren, kalkulierbaren Bedingtheit. Denn es ahnt mehr, wesentlich mehr als nur diese Bedingtheiten, die wir wissen, als das, was wir wissen und können. Es kann mehr. Abenteuer wären keine Abenteuer, wenn sie nicht gelingen könnten.